Los. Hallo, hier ist eure Autodiva. Ich bin in Budapest und gucke mir den neuen A3 an, und zwar die Limousine. Vom Design her interessant, und ich habe mir auch einen Fachmann hier rangeholt, und den Johannes, den stelle ich euch gleich mal vor. Beziehungsweise stellt sich der Johannes selber vor. Hallo Johannes, wer bist du und was machst du bei Audi? Ich bin der Johannes Schäfer. Ich arbeite bei Audi im Design, bin für die Kommunikation zuständig, und ich erkläre dir gerne mal jetzt den A3 als Limousine. Vielleicht gehen wir einfach mal kurz ran ans Fahrzeug. Genau, zeig mal. Fangen wir vorne an am besten. Ja. Was du hier siehst, ist ein ganz normaler A3, wie bei Dreitürer und auch beim Sportback bekannt. Vielleicht kommst du einfach mal ein bisschen näher ran. Ja, klar, gerne. Ganz typisch für alle Audis ist immer der Single Frame. Hat eigentlich jeder Audi, ist bekannt. Früher hat man so noch eine Kante drin im Single Frame. Der hat sich jetzt aber weiterentwickelt. Wir haben hier so eine Anfasung hier oben. Ansonsten typisch mit dem Ring mittendrin. Die Grafik ist typisch für Audi, hat der A3 eben auch, macht ihn zu einem ganz typischen Audi. Ansonsten auch, wie die Scheinwerfer angeordnet sind. Die Anformung hier oben auch von der Motorhaube vermittelt dem ganzen A3 so einen entschlossenen Blick. Nicht aggressiv, aber durchaus mit einem Charakter. Und hast auch hier unten noch die Lufteinlässe. Hier unten, hier siehst du jetzt am Fahrzeug die S-Line-Lufteinlässe. Ja. Mit diesen Waben, dieser Wabenstruktur. Was ist anders bei der S-Line als beim normalen? Genau, das ist diese Wabenstruktur, die du hier siehst. Das ist typisch für die S-Modelle bei uns und RS-Modelle. Da findest du das Thema an allen Fahrzeugen wieder. Ansonsten brauchst du hier keine Nebelleuchten. Die haben wir hier oben im Licht, also bei den Voll-LED-Scheinwerfern schon integriert. Deswegen brauchen wir das hier unten nicht. Ansonsten, wenn du noch ein bisschen hoch guckst, ja, hier oben auf der Motorhaube, siehst du hier die beiden Linien sehr stark ausgeformt. Das siehst du schön den Schatten hier, ja, kann man bei dem Auto, glaube ich, ganz gut erkennen. Mhm. Ansonsten siehst du, wenn du jetzt mal hier vielleicht ganz kurz in die Totale gehst, ja, dann siehst du hier ein ganz, ganz wichtiges Merkmal am A3, das ist die Schulterlinie. Die ist super präzise ausgeführt, kann man, glaube ich, ganz gut erkennen. Der Lichtverlauf hier oben hell, dann geht es hier skulptural mit einer ganz leichten Ausformung nach unten. Das heißt, du hast hier ein Schattenspiel, und wenn du hier weiter in den Verlauf guckst, dann wird das Ganze fast skulptural so ein bisschen. Da spielen wir unheimlich intensiv mit den Linien. Wir haben hier die Schulterlinie, dann typisch für Audi die Dynamiklinie, das ist die hier. Ja. Das siehst du wieder, dieses Schattenspiel, hier oben hell. Ganz präzise, der Übergang ganz hart, dieser Cut. Dann hast du hier unten wieder, ja, wie Schatten. Und dadurch wirkt das Ganze so ein bisschen strukturiert in der Seite. Mhm. Geht leicht nach hinten. Genau. Vielleicht können wir uns das Fahrzeug mal ganz von der Seite angucken. Gucken wir mal, genau. Da siehst du, dass die Fläche so nach vorne, sich nach vorne neigt. Ja, auf jeden Fall. Ne? Das sieht sehr dynamisch genau aus. Genau, also sogar obwohl das Fahrzeug noch steht, es bewegt sich trotzdem nach vorne. Ja. Und das Schöne bei Audi ist, ich meine, die Linien, das sehen wir gleich auch nochmal, die Linien haben eine Logik, die hängen zusammen. Die sind nicht aus Zufall hier, sondern jede von diesen Linien hat eine eigene Logik und auch eine Funktion. Mhm. Können wir mal gucken, wenn du das mit der Kamera einfangen kannst. Ja. Siehst du, hier ist eine Fläche, die hört am Rad kurz auf, geht im Prinzip weiter gedacht und geht hier weiter. Das kann man von der Seite fast noch ein bisschen besser erkennen, als wenn du es jetzt hier so drauf hältst. Aber das lässt das Fahrzeug einfach schön nach vorne, dynamisch nach vorne fahren, auch so, sogar im Stand. Und unterbrochen wird das, diese dynamische Fläche, im Prinzip nochmal durch die Radhäuser. Und auch hier hast du diese super präzise Verprägung von Linien und Kanten. Da muss man mal ganz genau gucken. Das geht nämlich rein hier, ne? Genau, das geht hier rein. Du hast hier eine Kante, die ist super präzise. Kannst du natürlich jetzt mit der Kamera so nicht einfühlen. Aber hier hast du auch diese Lichtkante wieder, hier hast du den Schatten und dann geht es wieder raus ein Stück weit. Insgesamt, das kann man jetzt wahrscheinlich auf der Kamera nicht erkennen, insgesamt gehen die Radhäuser noch ein bisschen stärker raus als bei Sportback und beim Dreitürer. Mhm. Und generell, von den Gesamtproportionen ist es so, dass wir oben im Vergleich zum Sportback 1 Zentimeter noch eingespart haben. 1 Zentimeter ist nicht wirklich viel, hört sich nicht viel an, ist aber im Automobilbau doch deutlich. Dadurch wirkt das Fahrzeug noch ein bisschen geduckter und dadurch natürlich viel sportlicher. Das Ganze nochmal in der Breite eben auch. Auch hier ist 1 Zentimeter breiter. Mhm. Ist ja bei Sportwagen immer so. Breiter, flacher, wirkt immer sportlicher. Ansonsten
wunderschön. Auch hier hast du wieder diese coupéhafte Dachlinie. Ja. Findet hier den Übergang. Und das ist das Besondere an der A3 Limo. Dieser Übergang von der C-Säule hinten ins Heck. Eine Limousine ist ja immer so, dass dieses klassische Three-Box-Design. Du hast vorne eine Kiste, in Anführungszeichen. Der mittlere Bereich ist eine Kiste. Und nochmal hinten hast du eine Kiste. Aber eine Kiste ist die A3 Limousine auf keinen Fall. Denn wir haben versucht, hier so ein bisschen diesen Rucksack kleiner zu machen. Ja. Bei vielen Fahrzeugen sieht es so aus, als ob man noch additiv hinten etwas dranhängen hat. Bei der A3 Limousine ist da der Übergang hier sehr, sehr weich. Vielleicht kommst du einfach mal hier rum. Ja, okay. Und wenn du mal nach vorne filmst, dann siehst du das ganz gut. Das ist eine richtig schöne, sanfte Fläche. Und ach, du streichelst das so schön, da möchte man ja Auto sein. Ne? Ah, gerne, immer, jederzeit. Und siehst du, und das geht natürlich schön hier in die Kofferraumfläche über. Dann hast du hier nochmal einen schönen Cut. Auch hier hast du nochmal so eine Lichtfläche, siehst du? Ja. Und dann geht es hinten nochmal negativ rein und hat hier diesen Cut, der auch typisch ist für Audi. Und auch hier siehst du nochmal am Heck diese Scheinwerfer, die sehr breit sind. Ja. Wenn du breite Scheinwerfer hast, lässt das Fahrzeug einfach auch breit wirken und auch wieder dadurch sportlicher. Also wenn man überholt hat, wirkt man dann auch nochmal breit, von ne? Hinten auch nochmal, genau. So ungefähr. Ob man breit wirkt, das weiß ich nicht. Lichter, ist klar, haben wir auch hier wieder die LEDs, diese typische Audi-Grafik. Und ja, und auch hier hast du wieder dieses Spiel von Linien. Auch hier hast du verschiedene Linien, die versuchen, das Fahrzeug so ein bisschen ja, horizontal auch einzuteilen. Mhm. Du hast hier eine Linie, du hast hier eine Linie. Das ist übrigens die Linie, die wir schon, wie ich dir eben gezeigt habe, diese Schulterlinie, die weitergeführte Linie. Ja. Die geht also quasi einmal ums Fahrzeug rum. Die geht, einmal, weil die geht ja auch sogar so richtig hoch hier ein bisschen, so optisch, ne? Genau, also hier schon. Die hier, genau, sie nimmt den ersten Verlauf hier in die Scheinwerfer, läuft hier weiter, aber teilt sich hier oben ja, genau. An dem Punkt. So ein bisschen wie ein Bürzel, ne? Geht so ein bisschen hoch. Genau, so ein leichter Spoiler, würde ich fast sagen. Hört sich besser an als Bürzel, oder? Ist das für CW-Wert wichtig auch? Es bringt nochmal so ein bisschen Anpressdruck hin. Okay, drauf. Das ist ein Vorteil bei der Aerodynamik. Mhm. Sieht aber auch klasse aus für mich. Hat nochmal so ein bisschen Charakter. Ja. Dann hast du diese Kennzeichenfläche hier, die auch schön skulptural ausgeformt ist und hast hier nochmal so einen Cut drin durch die Scheinwerfer. Ja. Siehst du? Ja, genau. Relativ stark, sehr charakteristisch ausgeformt. Ja, ist richtig schattig dann auch, ne? Nochmal. Genau. Mhm. Aber es wirkt dadurch auch wieder ein bisschen dreidimensionaler. Mhm. Genau, und dann gehst du weiter nach unten, hast du hier noch die Linie und auch hier nochmal eine Lichtkante. Die ist ein bisschen weicher. Ja. Aber auch hier hast du wieder eine ganz präzise ausgeformte Lichtkante. Und wenn du es von Weitem guckst, jetzt können wir nochmal zurückgehen, lässt das Fahrzeug einfach sehr schön und sehr breit auch wirken. Mhm. Ja, wie lange wurde denn so am Design entwickelt? Wie lange hat das gedauert so circa? In der Regel brauchen wir so 5 bis 6 Jahre, um so ein Fahrzeug auch straßenfertig zu machen. Mhm. Bei der Limo haben wir sehr, sehr viel da rein investiert, diese Linien genau so laufen zu lassen, wie sie jetzt laufen, um eben einfach dem Fahrzeug die Schwere dazu nehmen, wie ich es eben gesagt habe, um so diesen Rucksack wegzunehmen. Ja, da bleibt mir nur, mich ganz, ganz herzlich zu bedanken. Ich fand es super, super spannend. Ich hoffe, unseren Zuschauern gefällt das Ganze auch. Johannes, vielen lieben Dank. Und gerne. Ja, dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Ne? Also, tschüss. Danke, ciao.